Liebe Schwestern und Brüder, beim Blick ins Evangelium höre ich es mich selbst sagen: Ich habe keine Zeit. Das ist sozusagen ein Grundkennzeichen eines apostolischen Berufes geworden. Wir haben keine Zeit. Und wir meinen damit manchmal, wir geben unseren besonderen Auftrag eine ganz besondere Note, weil wir so viel zu tun haben. Dabei ist es gar nichts Besonderes, wie uns der Blick ins Evangelium lehrt. Jesus und die Jünger fanden nicht einmal Zeit zum Essen. Aber was wir nicht hören, ist eine Klage darüber. Also sollte ich mir das und all die anderen, die es immer wieder benutzen, wir sollten uns das abgewöhnen. Es gehört zum apostolischen Grundauftrag, weil wir als eigenes, als privates gar keine Zeit zu haben haben. Sie steht uns gar nicht zu. Zum apostolischen Auftrag gehört es, die Zeit abgegeben zu haben. Sie gehört ihm. Sie gehört Christus. Und er braucht sie. Und er nutzt sie. Das führt natürlich immer wieder zu Einreden, durchaus von wohlmeinenden Menschen. Ja, das geht doch nicht. Man muss ja auch mal ausspannen. Das ist eine ähnliche Denkrichtung wie die Familie Jesu. Seine Sippe, die Angehörigen, die wollen, dass er wieder in ihre Gewalt kommt. Als sie davon hören, was hörten sie? Nicht die Wunder, nicht, dass so viele Menschen zusammengekommen waren, sondern, dass er nicht zum Essen kommt. Er kommt nicht zum Essen. Das ist der Skandal hier. Das geht ja gar nicht. Wenn etwas heilig sein muss, dann sind es die Essenszeiten. Inzwischen in einer Zeit, wo wir kaum noch Familien erleben, die noch zusammen essen, sieht man auch das durchaus Berechtigte, das da liegt. Das ist nicht einfach nur verrückt. Aber es gibt auch etwas Größeres als diese familiäre Ordnung. Und das haben nicht nur die Angehörigen Jesu zu lernen, das haben auch wir immer selber zu lernen. Wenn wir uns einer apostolischen Sendung überlassen, wenn wir uns von Jesus wirklich geschickt wissen, es gibt Größeres als eine Ordnung von freien Tagen, von Urlaub, von Ansprüchen, die wir formulieren und wir müssen Zeit haben für dies und jenes, ich muss für mich Zeit haben. Es gibt Größeres, Wichtigeres. Das ist der Auftrag, zu dem Jesus seine Jünger sendet. Und es gilt nicht, wir haben das gestern gehört, für alle gleich. Das mag das Entlastende sein, wenn sie zuhören. Nicht alle sind zum selben berufen, sondern es gibt Unterschiede. Je mehr wir aber die Berufungen gleich machen, machen wir auch die Ansprüche gleich. Und das ist für die, die in einer besonderen Berufung stehen, die Zerstörung ihrer Berufung. Deshalb geht es nicht um Gleichmacherei, sondern das Größere im Blick zu haben, die apostolische Sendung, meinen eigenen Platz zu finden, zu dem ich gerufen bin von Christus und immer ihn im Blick zu haben, den immer größeren.